Propaganda für eine Weltregierung. Guten Tag. Mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und ich habe einen neuen Film gesehen auf Netflix. Don't Look Up. Don't Look Up ist so ein Film, ja? Kurze Inhaltsangabe. Ein Komet fliegt auf die Erde zu. Und die Menschheit muss sich jetzt schnell entscheiden, wie sie darauf reagiert. Und das kann sie natürlich nicht, weil sie keine globale Regierung hat. Also streiten sich alle ein bisschen miteinander, haben ihre eigenen Programme und Vorstellungen. Und dann gibt es ja auch noch diejenigen, die der Wissenschaft nicht glauben, dieser globalistischen einen Stimme, die jetzt die Wahrheit verkündet, nicht? Und der Hunderte von Wissenschaftlern zustimmen, weil sie die Berechnungen nachvollzogen haben und auch wissen, dass dieser Komet auf die Erde zufliegt. Also ist 100% gewiss, dass dieser Komet auf die Erde zufliegt. Ne? Und was gibt's denn da zu tun? Ja, eigentlich wäre es schön, wenn man dann eine Weltregierung hätte, die jetzt sagt, die Weltraumarmee startet und zerstört diesen auf die Erde zufliegenden Kometen, nicht wahr? Ist doch eine tolle Idee. So, und das ist natürlich dann übertragbar aufs Klima und auf Corona und auf weiß der Teufel was nicht für alles für Ideen. Bloß leider gibt es natürlich nicht diese eine Wahrheit im Normalfall. In diesem Film gibt es sie aber. Also dieser Komet fliegt mit 100%iger Sicherheit auf die Erde zu und wird sie dann auch zerstören. Und wissen Sie was? Dieser Film zeigt deutlich, dass wir als Gemeinschaft, als Weltgemeinschaft besser zusammenarbeiten müssen, damit dieser Komet nicht auf der Erde einschlägt. Denn in diesem Film schaffen sie es nicht, sich zu einigen, schaffen wir es nicht, diesen Kometen im Anflug zu stoppen, abzulenken, zu zerstören oder was auch immer. Nein, dieser Komet schlägt auf der Erde ein, aus verschiedenen Gründen. Ja, weil eben manche Leute da so ihre eigenen Vorstellungen haben, wie man damit umgehen müsste. Und die Zeit war natürlich nicht da. So. Erinnert sie das an irgendetwas? Diskussionen ums Klima? Wir haben keine Zeit. Ihr müsst in Panik geraten. Ihr müsst sofort handeln. Oder Corona. Wir haben keine Zeit. Wir wollen unser altes Leben zurück. Ihr müsst. Ba, 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 ba. Und wenn das dann aus so einer globalen Einheit auf die Welt ausgerollt wird, dann funktioniert das natürlich viel, viel besser, als wenn das jeder so für sich macht, nicht wahr? Nur es gibt einen kleinen Unterschied zwischen einem 100%ig auf die Welt zufliegenden Kometen und Corona und dem Klima. Da gibt es ganz viele Unterschiede. Ja, ganz sicher. Dazu hätte ich noch einiges zu sagen, aber das werde ich nicht in diesem Video tun, weil ich kann es nicht schon wieder riskieren, dass mir ein Video gelöscht wird. Ein schönes Jahresende wünsche ich Ihnen. Ein paar schöne Tage in der Sonne, draußen bei Spaziergängen mit Ihrer Familie, mit Ihren Liebsten, mit Ihren Feinden, die Sie natürlich auch respektvoll begegnen und guten Tag sagen. Und ja, was sonst noch? Einen guten Rutsch ins nächste Jahr und dann machen wir weiter mit Überlegungen, ohne Panik, gegen eine Weltregierung. Schönen Tag noch.